Herzlich willkommen auf hiphop.de, herzlich willkommen zu On Point. Ihr wisst ja Bescheid, jede Woche Montag auf hiphop.de On Point. Mein Name ist Aria. Herzlichen Glückwunsch auch, natürlich, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, an Hip-Hop. Ja? 44 Jahre alt ist Hip-Hop geworden, diese Kultur, diese Musikrichtung. Alles, was dazu gehört, ist am 11. August 44 Jahre alt geworden, wenn man das überhaupt so sagen kann, das ist dann und dann so alt geworden. Darüber werden wir heute sprechen, denn ist ein bisschen Sommerpause, wie ich schon letzte Woche gesagt habe. Deswegen nutzen wir das und reden über Themen, die sonst, ja, wenn es vollgepackt ist, wenn es viele aktuelle Themen geben, sonst nicht so zur Sprache kommen. Letzte Woche haben wir über Charts geredet, wie werden Charts überhaupt aufgebaut, warum sind Platten auf Platz 1, was hat es mit Deluxe-Boxen auf sich und so weiter und so fort. Heute versuche ich euch mal in aller Kürze, ich weiß, ja, ihr wollt am liebsten mal Beef, über Diss-Tracks, über Rekorde, über dies, das hören. Deswegen in aller Kürze mal erklären, was hat es eigentlich mit diesem 44-jährigen Geburtstag von Hip-Hop auf sich. Bevor wir das machen, werfen wir dann doch einen Blick auf die letzte Woche, denn am Freitag gab es natürlich trotzdem neue Musik. Ja, Deutschrap, diese, unsere Playlist könnt ihr auschecken auf Spotify, allen voran natürlich. Manuelsen hat sein neues Album Der Löwe gedroppt am Freitag, ja, nach langem Vorlauf, nach vielen epischen Interviews, ja, die er mal wieder gegeben hat. Das Album ist jetzt draußen. Ihr habt mich ja schon die letzten Wochen drüber reden gehört, dass ich gesagt habe, ey, meiner Meinung nach, die Singles sind cool, ja, aber die besten Songs auf der Platte sind nicht die Singles, ja. Das sind die Songs, die ihr dann, wenn ihr die Platte kaufen werdet, einlegt, hören werdet, ja. Und deswegen für mich zwei der Highlight-Songs wirklich auf der Platte sind Damals hatten wir gar nichts. Featuring Cass, denn natürlich Teil 1 dieses Songs, ne, auf dem Cass-Album Cass Nation. Anfang des Jahres rauskommen, solltet ihr euch auch nochmal reinziehen, wenn ihr einen guten Newcomer spitten hören wollt. Wirklich das Highlight für mich auf der Platte und wie ich gehört habe, auch für viele andere Leute. Damals hatten wir gar nicht so ein bisschen hymnenmäßig auf dem Löwe-Album. Geile Hook, geiler Beat, generell einfach die Symbiose auch. Das habe ich ja letzte Woche gesagt, oder vor ein paar Wochen, ja, zwischen Gorex, Alex Dehn und Manuelsen. Super, ja, jetzt schon seit 2,5 Alben sozusagen. Wieder so ein Song eigentlich, der, ja, wenn wir ein Hip-Hop-Radio hätten hier in Deutschland, safe dort laufen würde mit der Hook, mit dem Beat, mit den Parts. Ja, und ebenso ist noch ein Song auf der Platte drauf, der mir sehr am Herzen liegt. Magnet, ja, featuring Motrip. Für mich auch ein Song, der nicht nur im Hip-Hop-Radio, der könnte eigentlich auch im normalen Radio 1 Live, was weiß ich, laufen. Ja, nicht nur zuletzt durch Motrip natürlich, der selber schon auch oft im Radio gelaufen ist, sondern weil der Song einfach nice ist, ja. Wie oft hat man im Deutschrap denn bitte Liebeslieder oder, sag ich mal, ne, romantische Lieder, die auch wirklich unpeinlich sind, ja. Kommt nicht oft vor, ist schwierig auch als Rapper so ein Thema authentisch und cool rüberzubringen und das schaffen die beiden sehr, sehr gut. Motrips Part ist wirklich, wirklich Bombe, ja. Treibt einfach die Vorfreude auf Motrips Album auch nach oben. Zieht euch Manuelsens Der Löwe rein. Sind nicht nur die zwei Songs, gibt's viele andere Highlights auch auf der Platte, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Unter anderem zum Beispiel, ja, der Ice Boys Remix zu Damals hatten wir gar nichts. Der heißt, glaube ich, Irie Grind auf der Bonus-EP. Ja, gibt's auch bei Spotify und so weiter. Zieht euch das rein. Wirklich eine Empfehlung. Außerdem neue Single gedroppt. Ja, Wasel die letzten Tage. Bargeld. Endlich Wasel aus Essen. Ja, 4-3 Essen. Kehrt zurück. Musikalisch natürlich. Ne, schauspielerisch war er ja die ganze Zeit am Start. 4 Blocks. Hauptrolle. TNT. Weltweit, dies, das, ihr wisst ja Bescheid, ist ja Superstar geworden, der Wasel jetzt. Kommt mit einer neuen Platte, kann gar nicht mehr so lange dauern. Ja, wir haben jetzt schon mehrere Vorgeschmäcker bekommen, wenn man ihn auf Instagram verfolgt. Ich habe auch schon ein bisschen was von der Platte von Wasel selber gehört und muss sagen, dicker Alter. Vom Intro, ja, über die Singles, über die Features habe ich auch schon ein, zwei Stück gehört auf der Platte. Da kommt wirklich ein Ding auf uns zu, ja, wo wir sagen müssen, Alter, Comeback. Sag ich jetzt schon mal, bevor die Platte draußen ist, Comeback von Wasel wird glücken. Wird hundertprozentig funktionieren, ja, sind sehr, sehr starke Songs drauf. Also genau wie bei Manuelsen würde ich hier eigentlich auch sagen, Bargeld ist ein Warmlaufen. Was da auf dem Wasel-Album später passieren wird, ist nochmal ein Level krasser meiner Meinung nach. Kann man auf jeden Fall gespannt sein drauf. Und zu guter Letzt ein Song diese Woche, ja, der mir sehr am Herzen lag, der mir sehr gefallen hat, muss ich ehrlich sagen. Megalo, Musa und Ganeen Stallion natürlich schließen sich ja jetzt zusammen zur Supergroup sozusagen, ja, BSMG mit ihrem Album Platz an der Sonne. Am 22. September soll das kommen. Erstes Video ist draußen jetzt. Jesse Owens, bildgewaltig, soundgewaltig, textgewaltig, ja, muss man echt sagen. Mir gefällt das, wie die Jungs da reinkommen. Kein Fick geben auf soundtechnische Trends. In den letzten ein, zwei Jahren jetzt in Deutschland mit dem Afro-Trap und generell
Afro, Sommer, Dancehall, dies, das, Vibes, die jetzt langsam Deutschrap krass übernehmen. Da muss halt echt auch jeder Künstler langsam für sich schauen, wo er bleibt, ob er das tatsächlich wirklich mitmachen will oder ne, lieber seine eigene Fährte fährt. Und die Jungs haben da natürlich gar kein Problem mit, tanzbare Mucke zu machen, trotzdem authentisch zu bleiben, ihre eigene Linie zu fahren, nicht diesem Trend- und Hype-Ding zu verfallen, ja, don't believe the Hype. Und deswegen freue ich mich auf eine Platte mit echter, authentischer, herzlicher, ehrlicher und ernst gemeinter Musik. Wie gesagt, Platz an der Sonne, 22. September wird dann so einen kleinen Deutschrap-Ausgleich hoffentlich liefern. Das zu den Top-Tracks der Woche. Und wenn wir jetzt weitergehen, ja, zum Thema dieser Woche, 11. August am Freitag letzte Woche, ja, wurde Hip-Hop, hat man hier und da lesen können, in großen Medien lesen können, auf Google sehen können. Ja, Hip-Hop wurde angeblich 44 Jahre alt. Das heißt, 1973 soll das entstanden sein. Warum? Wie? Wer hat das eigentlich erfunden, ja? Und wie kam es dazu? Ganz einfache, kurze, kleine Anekdote eigentlich, die man gut auch erzählen kann. Deswegen dachte ich, nehme ich mir die Zeit in dieser Folge und mache das mal für alle, die Hip-Hop-Fans sind, Rap-Fans sind, was weiß ich, Breakdance-Fans sind und sich schon immer mal gefragt haben oder gar nicht gefragt haben, sondern das so für selbstverständlich gehalten haben, dass es Hip-Hop gibt, diese Kultur gibt. Ja, und sich jetzt vielleicht bei diesem 44 Jahre Aufriss Ding gefragt haben, yo, warte mal, wie war das eigentlich damals? Woher kommt das eigentlich? Denn, ja, tatsächlich dieser 44. Geburtstag, da ist schon was dran auf jeden Fall. Ja, das ist so die Geburtsstunde des Hip-Hops, das ist der Tag, an dem man tatsächlich den Anfang dieser Kultur verortet. Und ihr fragt euch, was ist denn da passiert? Ja, am 11. August 1973 gab es eine Back-to-School-Party an der 5020 Cedric Avenue in der Bronx in New York. Selbstverständlich, ja, Hip-Hop in New York natürlich erfunden, entstanden. So weit, so gut natürlich. Partys gab es ja oft. Und es gab einen DJ, der besonders oft bei so Partys aufgelegt hat. Das ist DJ Kool Herc. Er war zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt, ja, war 6 Jahre vorher, also mit 12, von Jamaika nach New York City gekommen, auf Jamaika geboren. Und sollte diese Party ja, durch einen ungewöhnlichen DJ-Stil an dem Abend zur legendären Nacht des Hip-Hops machen. Denn was man in der Zeit natürlich gespielt hat in den 70ern auf Partys, gerade in der Bronx oder in solchen Teilen der Stadt, war natürlich viel Funk, viel Soul, bisschen Jazz, bisschen Disco. Und man hat natürlich, ja, wie auch eigentlich heute größtenteils, die Songs fast komplett durchlaufen lassen. Ja? Also hat eine Platte aufgelegt, hat den Song gehört, nächste Platte draufgelegt, vielleicht am Anfang oder am Ende, ein bisschen früher oder ein bisschen später eingestiegen. So, Kool Herc dachte sich allerdings, ey, guck mal, mit weitem Abstand die beliebtesten Abschnitte eines Songs sind die sogenannten Breaks. Breaks sind ganz einfach beschrieben so eine Art Einschub oder sagen wir mal Lückenfüller zwischen zwei Abschnitten eines Songs, beispielsweise nach dem Refrain, vor der Strophe, ein kurzes Schlagzeug-Solo, ja, wo der Drummer einmal richtig abgehen kann, zeigen kann, was er drauf hat und rhythmisch erstmal richtig loslegen kann. Und das waren eben die populärsten Stellen eines Songs, weil man dazu am besten tanzen konnte, weil das die explosivsten Stellen eines Songs war, weil es da einfach richtig abging. Kool Herc dachte sich, ey, statt dass ich die ganzen Songs spiele, ja, und sich jeder auf diesen Break freut, dann der Break kommt und dann wieder vorbei ist und man sich dann wieder auf den nächsten Break freut. Was mache ich? Logische Entscheidung, ich spiele nur Breaks. Eine krasse Idee, ja, so abenteuerlich wie auch eigentlich naheliegend, warum hat es keiner vor ihm gemacht? Und er sorgte damit, ja, kann man sich ja quasi denken, permanent für eine explosive Stimmung auf dieser Party, auf der ganz im Übrigen, ja, Afrika Bambaataa auch am Start war, Grandmaster Flash auch am Start war, Grandmaster Caz auch am Start war, ja, also Veteranen und Legenden, die quasi auf dieser Party von Kool Herc in der 1520 Cedric Avenue in der Bronx am Start waren, bei der Geburtsstunde des Hip-Hops und sozusagen von Kool Herc sich auch diese Technik oder überhaupt diese Art des Auflegens abgeschaut haben. Das Lustige daran ist, ja, wenn man das mal einen Schritt weiter denkt, wenn Kool Herc zwei Turntables genommen hat, kann er nicht nur einen Break eines was weiß ich, James Brown Songs spielen und danach spielt er Apache, sondern wenn er zweimal die gleiche Platte hat, kann er sogar den Break vom James Brown Song einfach unendlich weiterlaufen lassen. Ja, spielt hier den Break, sobald er vorbei ist, spielt er den hier, dann spielt er ihn hier, spielt er ihn hier. Und das ist natürlich super nice, gerade wenn man bedenkt, ja, Bronx 70er Jahre, erstens wenig Platz in den Sozialbauten, zweitens wenig Geld natürlich für die Leute, die dort gelebt haben, also kein Platz für ein Piano oder für eine Gitarre, für einen Kontrabass, für eine Geige, kein Geld für den ganzen Schnickschnack. Somit haben die Leute plötzlich, oder Kool Herc besser gesagt,
ein eigenes Musikinstrument für ihre Partys erfunden. Natürlich hat immer noch irgendetwas gefehlt bei dieser Technik, wenn du gut aufgepasst hast und mitgedacht hast, denn diese Breaks sind natürlich Instrumentalabschnitte. Ja? Das heißt, er hat instrumental nach instrumental gespielt, die Vocals haben gefehlt. Ja? Keine Gesangsspuren, keine Spuren, wo irgendein Sänger singt. Das kann zuweilen ein bisschen langweilig werden. Was hat sich Cool Herc gedacht? Schlauerweise, ey, gib mir ein Mikro, ich schreie in das Mikro, während ich hier die Breaks spiele und versuche, die Crowd mit meinen Worten, mit den Sachen, die ich reinrufe, clap your hands, get down, Gäste bei der Sache zu halten. Und daraus entstand später logischerweise das Rappen, ja. Schnell gaben DJs diese Aufgabe allerdings ab, haben sich eine Begleitung mitgeholt, haben gesagt, ey, yo, ich mach das DJing, du nimmst das Mikrofon, hältst die Leute bei der Sache, ja. DJ Cool Herc hat sich, so sagt man, Coke La Rock gehört, der gemeinhin so als erster Rapper deswegen bezeichnet werden könnte. Der dann, während Cool Herc aufgelegt hat, immer mit seinen kurzen Reimen und Reimpassagen und kurzen Abschnitten so versucht hat, nochmal einen gewissen Twist in die Party reinzubringen, die Leute noch mehr zu unterhalten, die Leute bei der Stange zu halten, am Tanzen zu halten, die gute Laune hochzuhalten. Dauerte natürlich nicht lange, ja, bis die DJ-Begleitung, die sogenannten MCs, Master of Ceremony, gecheckt haben, ey yo, mit unserer Wortgewalt, mit dem, was wir sagen, können wir eigentlich noch viel, viel mehr machen, als einfach so ein stumpfes, ey yo, clap your hands, get down, hands up, bla bla bla, sondern wir können uns ja richtig inszenieren, ja. Wir können unsere Künstlernamen representen, wir können den Ort, wo wir herkommen, representen, wir können immer krassere Reime machen, wir können uns mit anderen MCs battlen. Da hat es begonnen, ja, dass unterschiedliche MCs einfach immer mehr versucht haben, immer versiertere, wortwitzigere, längere, ausgeklügeltere Passagen so für sich zu überlegen und zu versuchen, auf ihrer Party die geilste Leistung abzuliefern. Lustigerweise ist beides, ja, also sowohl die Technik, die Cool Herc so beim Auflegen benutzt hat, als auch das über die Breaks rappen oder ne, die Stimmung aufrechterhalten, beides auch im jamaikanischen Reggae zu finden. Ja, einmal im Dub natürlich und einmal beim Toasting so. Cool Herc, erinnern wir uns, kommt aus Jamaika. Man hat ihn mal gefragt, ey yo, hast du das eigentlich aus Jamaika? Und er hat das lustigerweise verneint. Er hat gesagt, nee Mann, das hat nichts damit zu tun, ich habe das nicht von da. Die Inspiration für Rap ist vielmehr James Brown und das Album Hustlers Convention. Tja, den allen sei gehuldigt. Ja, das war also der erste Tag, 11. August 1973. Erster Tag dieser Kultur, Geburtsstunde. Anfang ja, einer Kultur, die jetzt fast 50 Jahre überleben soll. Ich bin mir sicher, die 50-Jahre-Marke knacken wir auch noch locker flockig. Bis dahin vielen Dank fürs Zugucken. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt was gelernt, ihr hattet Bock auf diese Sendung, habt euch das reingezogen bis hierhin. Wenn ja, vielen Dank. Viel Spaß auf hiphop.de. Wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich wieder. Dann geht's nämlich aufs Out for Fame Festival. Da sehen wir uns also auf jeden Fall wieder. Viel Spaß, vielen Dank fürs Zugucken. On point, jede Woche Montag, ihr wisst Bescheid. Peace!